den Feind im Auge, Bismillah. Allah. Salafisten baggern junge Leute an. Das Besondere an ihrer Masche? Dass Salafisten insbesondere auf Schulhöfen rekrutieren. Oder in Jugendclubs. Die haben versucht, hier die jüngeren Besucherinnen und Besucher zu missionieren. Sie haben die Mitarbeiter bedroht. Die Extremisten verteilen den Koran und predigen in Fußgängerzonen. Die Werbung wirkt. Ich würde mir sowas vorstellen, Dschihad zu gehen, weil Dschihad ist was, was jeder Muslim machen soll. Über 6000 Salafisten gibt es in Deutschland, so der Verfassungsschutz. Die Zahl der Bärte steigt rasant. Ein Lifestyle für junge Leute. Auf der Suche nach Anerkennung, auf der Suche nach Strukturen. Über 400 Deutsche sollen sich den IS-Terroristen angeschlossen haben. Darunter auch Mädchen wie Sarah aus Konstanz. Ihre Fotos aus Syrien sind für die Dschihadisten eine ideale Möglichkeit für die Propaganda. Propaganda für einen Mittelalter-Islam. Eine unterschätzte Gefahr in einem zu toleranten Deutschland?